Deine Ärmel sind auch so drin. Ich hab so ein Latex-Ding an. So richtig enges. Freunde, 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 Freunde. Nein. aber auch vor allem frisch das. Auto ist voll. Heute geht's mit Maskottchen Co. los. Hinten auch alles da, was wir brauchen. Und ganz viele Magnetar-Langer-Jan-Stangen, damit wir heute in den Fluss einsteigen. Wir haben ja auch hier jetzt die ganzen Warthosen. Wie ihr seht, wir haben Schnee, das heißt, es ist richtig kalt. Und wir wollen in den Fluss rennen. Keine Ahnung, was wir uns dabei gedacht haben. Aber nun gut. Hui. Du wünschst uns Glück, wa? Hm? Ja. Leute, es gibt schwarze lange Jansen. Schaut, wie schön. Also Freunde, es ist wirklich eisig kalt. Und wir gehen jetzt in diesen Fluss dort rein. John und ich. Du gehst vor. Ich guck erst zu. Ich muss vorgehen. Okay, gut. Mann. Okay, ich spüre keine weitere Kälte. Ja, okay, es geht. Es geht. Es geht. Ich spüre keine weitere Kälte. Also mir war vorher schon kalt. Also jetzt ist nicht kälter. Geht aber, oder? Geht eigentlich. Oh, aber der Druck ist krass. Ja. Ja. Dein Job ist, vorsichtig auf die Karre aufzupassen, wie immer. Ja. Also Freunde, wir sind im Fluss. Es geht endlich richtig los hier heute. Wir haben natürlich nichts Besseres zu tun, bei dieser Eiskälte in den Fluss zu gehen und mit dem langen Jan fleißig für euch Sachen aus dem Wasser zu holen. Der erste Fund legt sich nur auf ein Stück Eisen. Aber ich glaube, das wird hier richtig geil. Ich habe richtig Bock. Lasst auf jeden Fall ein Abo für diese Aktion da und ein Like, falls euch der Kram hier gefällt. Schaut auch dringend bei Maskottchen und Co. vorbei, denn der John, der schmeißt sich jetzt hier auch ins Wasser hinein. Oh. Bin drinne. Also wir schätzen, dass das Wasser so circa 4 Grad haben wird. Es ist fließendes Wasser und deswegen friert das nicht. Oh, euch auch. Ah. Fang an mit der Geldkassette. Ist ja witzig. Gucken wir gleich mal. Oh, direkt erste Spannungsaktion hier. Oh. Na, sag mal. Nicht so fest. Gerottet schon. Ich glaube, da brauchen wir Werkzeug für. Echt? Ne, komm. Ich brauche jetzt Kraft hier. Oder? Oh, jetzt ja, kommt sie. Ja, aber. Die ist leer. Leer. Ziemlich massiv, dass die so verbogen ist. Was meinst du, wie das passiert ist? Irgendjemand fällt hier heute noch hin. So Freunde, ich muss sagen, wir starten auf entspannt rein. Tobi wird hier fleißig immer wieder filmen. Und ich hoffe, ihr werdet auf jeden Fall genug von dem Tag hier heute mitbekommen. Ah, bleibt auf jeden Fall dran, das wird spannend. Freunde, 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 Freunde. Nein. Oh, 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 oh. Der erste Bund. Der ist magnetisch und schwer. Jetzt bin ich gespannt. Kommt dran, kommt dran. Das kann da nicht jetzt schon so spannend werden. Schlamm schon mal ganz viel. Oh, es sind auf jeden Fall Steine drin. Okay. Ja. Ganz komischer Schlamm.
Aber hier schaut. Ich den mal hier. Ja, wir gucken mal ein bisschen weiter. Okay, okay, erster sehr interessanter Fund. Ich pack das hier rein, wir machen das wahrscheinlich zu Hause sauer. Schau mal hier. Geil, das machen wir zu Hause sauber, gucken wir uns an. Wunderbar. Was hast du? Geldkassette mit Schlüssel. Oh, oh, oh. Hatten da unten liegt ein Portemonnaie, aber ich komme nicht ran. Soll ich helfen? Nee, das ist einfach da unten. Das wäre jetzt natürlich wieder der Bringer. Wenn ich hier 10 Geldkassetten leere finde, auch einen mit Schlüssel und auch zu, nix drin. Nochmal. Und er findet jetzt hier direkt einen mit Inhalt, dann wäre ich aber raus wieder. Oh, oh. Ja. Ach, Quatsch. Zumindest Inhalt? Ein leeres Portemonnaie. Aber ein leeres Portemonnaie. Aber ein Louis Vuitton Portemonnaie. Echt? Na zumindest hat es hier dieses, wie nennt man das? Das Muster. Das Muster. Naja. Wenn's, also dann, wenn dann fake war. Einmal Schlangenhaut hier. Ja. Gut, weiter geht's. Okay, aber ist nicht kein Inhalt. Der duftet ja wieder ganz deliziös. Aber einmal. Mann, oh, ist doch alles scheiße. Da musst du echt hier den ganzen Stein musst du hier so aufpassen. Das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne, Freunde. Irgendeiner packt sich hier heute noch. Ey, was liegt denn hier alles drin? Was ist das? Ah, das ist eine Kassette. Schaut mal. So eine VHS. Oh, hier, seht ihr, da, eine VHS. Wir werden nachher hier versuchen, die irgendwie anders rauszuhören. Kleinigkeiten, die nicht so besonders magnetisch sind. Du. Fahrradkorb auch mit dabei. Hier liegt so viel Stabil. Das, nein, soll das ein Telefon sein? Oh nein, das ist von der Bank. Das ist ein Kartenlesegerät. Schaut mal, Karte. Hier, da schickst du um die Karte rein. Dann gibst du den Betrag ein, den du von denen abziehst dann sozusagen. Krass. Schau schon. Cool. Kartenlesung. Sehr cool. Volksbank, oder? Was? Volksbank. Volksbank, ja, habe ich so auch noch nicht gefunden. Krieg ich's doch aus dem Boden, ich saß doch. Irgendwann? Oh ja, du liegst auf jeden Fall gleich. Ne? Ja, doch, da bin ich sehr motiviert. Ey, hier liegt ja so viel drin, das ist ja unglaublich. Huch! Huch! Vielleicht zwei? Ja, zwei, ich sehe nur eine. Ja, dreh mal um. Aber es ist ja Platzpatrone. Platzpatrone. Was ist denn das Kurioses? Was steht hinten das drauf? Overtech. Patented by Overtech. Ja, gut, okay. Super, was ist das denn? Warning, aha. Das sind so eine Sachen, die an Klamotten dran sind. Damit, wenn du die klaust und das abzieht, das voller Tinte ist und unbrauchbar ist, diese Klamotten. Interesting. Ja, das ist gut. Meine Haken mitnehmen wollen. Was meine ich im Auto? Nee. Darf ich auch? Darfst gerne passen. Ja, mach mal. Passen. Hätte ich sie nur fangen müssen. Also der Versuch war nicht so schlecht, aber okay. Ey, das war aber total professionell. Versuch es. Ich nicht. Oh. Er kriegt Schnaps gleich, der Tag ist kaputt. Ist kaputt gemacht.
nicht mehr. Oh nein, ich glaube, ich habe sie wirklich kaputt. Meinst du? Ja. Ich glaube nicht. Ready? Ja. Set. Da wollte ich nicht vorbereiten, dass du mich auch nass machst dabei. Ach Mann, 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 das wird so mit ihm nicht. Hast du wenigstens beim Flug gesehen, ob was Brandes drauf ist? Nee. Oh, aber hast du noch mehr zerlegt, glaube ich. Echt? Nein. Ich hab dich schon so doll zerlegt gehabt vorher. Eine Coke Zero. Zwischendurch eine Runde. Hast du zwischendurch eine Runde? Du hast? Cola. Lecker. Mann, das ist aber wirklich ein Kopfmenü. Man kommt nicht unter diese Steine. Oh, das ist eine scheiß Dose. Oh, so viel Arbeit für nichts. Und weiter. Falls es noch nicht kalt genug ist, dachte ich, ich bringe euch noch einen Ventilator ran. Oh, und der steckt scheinbar auch noch drin in der Steckdose. Ja. Gut, 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 gut. Bleibt dran, Freunde. Ich bin hier sicher, wenn wir gleich an der Brücke sind, wird es hier nochmal richtig spannend. Wir machen hier auch so. Guck mal hier, jetzt ist er frei. Jetzt kannst du uns rausholen. Guck mal. Ja. Fuß diesmal vorsichtig. Fuß? Da fällst du doch hin. Das ist wie dritte Ingredient. Ja, wie denn? Rein. Weißt du, was es geht? Ganz langsam. Und jetzt greifen. Hast du? Habe ich. Genau die gleiche, ne? Nein, eine andere Tasse. Schönwald aus Germany. Guck mal. Naja. Hübsch. Aber ich weiß, was es ist. Es ist ein Kassettenrekorder. Kassettenrekorder? Ja. Oh, also der Fuß, der ist es. Oh, das ist sogar so ein mobiles Radio. Oh. Alter! Oh, das ist aber wirklich alt. Das ist voll schwer wie Hölle. Schaut. So cool. Alter, das ist schwer. Mobiles Radio, ich glaube auch. Höchstens ein Gymgewicht. Hat Tobi mit Sicht gefunden. Geht so cool. Das ist doch cool. Warum bewirft es uns? Hey. Nice. Ja, oh, und sie ist schon offen. Passiert auch nichts. Aber was ist denn das bitte für ein Teil, ey? Alter. aber auch vor allem frischt das sich. Und ein kleiner Aal ist drin. Naja, armer Aal, ja. Man sieht richtig, dass an dem Aal, guck mal, an dem Aal ist so Rost dran. Aber krass, ey, das ist ein geiles Teil hier. Oh, da ist sogar noch ein Cent da oben. War keine coole Aktion gerade. Jetzt ist es kalt, oder was? Oh, wie viel Wasser war das? Das ist ja nachgedacht kurz. Und da hinten liegt die Nummer 222. Ja. Erstmal hier Schlüssel. Sehr nice. Da. Tatsache. Ein Ball. Was ist denn bei so cool? Wie cool. Doch, total. Das ist schwer einfach. Wie ist das für ein Fuß gerollt? Das ist halt aber ein Stein gerollt. Das ist doch kein Stein, echt? Ich raste auf. Beatrix, Koninzin. Ich hab irgendwas zwischen meinen Beinen. Der Niederlande. Heißt die niederländische Währung Koninzin oder was auch immer? Haben die nicht auch Euros? Ja, es ist von 1988. Oh, das ist cool. Und das steht hier Deutsch drauf, deswegen. Beatrix, Koninzin der Niederlanden. John? Die Münze muss ich verstehen. Ja, natürlich.
natürlich ist sie schon wieder offen. Manu! Ich möchte endlich eine Geldkassette mit Inhalt finden. Gibt's da überhaupt nicht. Wir finden so viele Geldkassetten. Schau mal, so ein Abdrückstoff für Schiffe. Oh ja. Die wollen mich echt absichern sehen heute. Ja. Deine Ärmel sind auch so ja, drin. Ich hab so ein Latex-Ding an, so richtig enges. Oh. Echt? Ja. Ja. Oh, hier. Guck mal, das werde ich mit Gold gesteckt belohnt. Pass wirklich mit deinen Ärmeln drauf. Meine sind klitschnass. Ja. Hey, wie bescheuert! Also ich habe keine Ahnung, wie es auf dem Boot ist, aber ich fühle mich da drauf. Sobald es oben drüber schwirrt, ist es halt vorbei. Ja. Deswegen gehe ich jetzt, glaube ich, den Rückwärtsgang. Oh, ich hab's. Und? Warum läuft das denn aus? Oh. Das ist gerade. Oh, oh. Ho, ho, ho. Das hat sich cool angefühlt. Wie sich das anfühlt, wenn ich rausgehe. Schade, dass da nicht krasse Sachen rauskommen. Komm mal zu dir mit meinem Friseur. Oh, der plätschert. Der ist sowas von zu, John. Und ich hab... Und ich habe einen richtig fetten Vorschlaghammer mit. Wisst ihr, was das bedeutet? Und jetzt richtig reinfetzen, Alter. Das wäre cool. Hält ja gar nichts aus. Ich bin ein glücklicher Besitzer eines Vorschlaghammers. Da ist die Tür. Die hätte mit Sicherheit schon bessere Tage. Vor allem, bevor ich mit meinem Vorschlaghammer kann. Das ist aber abartig, ne? Als hätten wir es erwartet, wa? Können wir das nur erwarten? Mr. Vorschlaghammer ist schon mal Tresor-proof. So, Freunde, wir werden jetzt wahrscheinlich den Schlamm. Wir werden den Schrott zusammen sammeln. Dann werden wir wahrscheinlich zum Ende kommen für heute. John hat noch was aus dem Wasser geholt, während ich hier schon am Aufräumen bin. Und damit wird das hier schon wieder relativ anstrengend heute Abend. Es ist wieder auseinandergebaut tatsächlich, so wie alle anderen. Diesmal ein bisschen komisch, dass das Ding hier so lang ist. Das könnte hier auch der Hahn sein, der so ein bisschen nach hinten gebogen ist. Man weiß es nicht genau. Ansonsten ist hier eine Sperre noch zu sehen. Aber oben ist wieder auseinandergebaut. Man sieht den Lauf und die Schiene ist weg. Naja, supi. Verändert. Na gut, wir räumen weiter auf und dann müssen wir das natürlich wieder abgeben. Weiter geht's. Hallo, geht's ab. Wie lange Dinger sind. War das alles?
das kostet nicht. Klar. So, Freunde, wir sind endlich wieder durch. Es wird schon wieder absolut dunkel. Die Sonne geht da hinten schon wieder fleißig unter. Ordentliche Ausbeute ist am Ende dann doch zusammengekommen, was wir gar nicht gedacht hätten, meine lieben Damen und Herren. Aber naja, wir sind auf jeden Fall komplett durchgefroren. Ich bin komplett nass, deswegen beende ich das Ding hier ganz schnell. Schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Da werden wir wieder hochqualitative Fotos hochladen. Ich freue mich über jedes einzelne Abonnement eurerseits. Wir wollen die 100.000 Abonnenten vielleicht doch noch irgendwann knacken. Das wäre ein Träumchen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Aber wir würden gar nicht lange drüber rumschnacken. Ich wünsche euch wirklich wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Das war's von mir und Tobi und der Maskottchen Kobane. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.